muss man halt langsam fahren. AdBlue noch. 17 Liter AdBlue habe ich noch. Von 22 Liter. Das heißt, er braucht 5 Liter pro Fahrt. Ja. Das ist. Wo kommt denn der her? Wo kommst du her? Bosnien? Ein Kilometer. Schwertransporter. Mal gucken, was die drauf haben. Es sieht aus wie eine Yacht. Noch eine Yacht. Cool. Bitte zu mir liefern die eine. Die große könnt ihr gleich bei mir abliefern. Nicht gut gebraucht, so ein Ding. Original verpackt. In weißer Folie. Dann schippe ich wegen hinter Südzentrum Karibik. Ach ja. Es gibt ja in Würzburg gibt's eine Firma, die heißt Bavaria. Die stellen Yachten her. Oder? In Würzburg? Richtung Schwäbisch Hall, glaube ich. Die B19 auf. Nimmt mich nicht alles durch. Müsste doch da oben sein, irgendwo. Bavaria. Ein bisschen Schleichwerbung machen. Na klar, habe ich auch beliefert. Den Verein. Es gibt, glaube ich, keinen Flecken, wo ich noch nicht war. Außer in der Türkei und in Griechenland, da war ich noch nicht. Und in Afrika war ich noch nicht. Und in Iran, Irak war ich noch nicht. Ansonsten war ich eigentlich schon überall. Frankreich, in der Tschechei, Polen war ich noch nie. Aber in Ungarn war ich schon. In der Schweiz bin ich öfters durchgefahren. In Österreich bin ich Stammgast. Ja. In den Niederlanden zum Gras kaufen. Hey. Gurken abliefern. In Belgien bei Opel. Glaube ich, Antwerpen, ja. Opel Antwerpen, Rotterdam und so weiter, England. Naja. Und Russland war ich noch nicht, genau. Wow. Die haben drauf. Die haben wieder diese für die Windräder. Die Röhren haben sie drauf. Irgendwo noch der Generator kommt, die
die die Blätter, die Windradblätter festmachen. Irgendwo. Ne? Kommt nicht? Okay. Ist halt eine Webcam. Sobald es Patsch macht, muss ich einen Stecker ziehen, wenn das mein Rechner auch noch was abkriegt. Naja. Aber es geht noch. Zentimeter schwenkt wieder hin und her. Ganz leicht. Da hinten ist alles in Ordnung, da hinten ist auch alles. Oh, das geht, das kriegt man schon. Das passt schon. Wir fahren ja auch knapp. Ja, kurz vor 91 sind wir. Oder stellen wir mal ein, bergab geht es jetzt besser. Achso, ja, ich stehe ja noch auf 6 km/h plus. Ich muss auf 2 km/h runter schalten. System vorgegeben sind 6 km/h plus und ich muss auf 2 km/h plus runterschalten. Sagen wir so, es regnet leicht. Also es hält sich noch in Grenzen, kann man sagen. Ja.
geht. Es sieht ziemlich dicht aus. Plus 8 Grad. Ist es diesen Winter nicht so ganz so schlimm, wie es die letzte war. Da hat man oft Probleme im Durchkommen wegen Schnee, Schneefall. Und jetzt ist das Eis ausgegangen, das Salz ist dann der Leute ausgegangen. Im Norden war das, glaube ich, das ist dann der Salzgut zum Streuen ausgegangen. Waren wir da gestanden. Ist aber auch schon ein bisschen her. 2 Jahre, glaube ich. Oder waren es 3? 2 Jahre, glaube ich. War vor 2 Jahren. Bin ich mir alles deutsch. Jetzt bei Heilbronn, circa Heilbronn, sage ich damit gerade. Das dauert immer noch ein bisschen. Kurz vor Heilbronn ist noch. Oh, 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 oh. Was haben wir denn hier? Schneeklette oder Eisklette, Schneeklette, Wind, aha. Seitenwind steht hier. Ich hoffe nicht. Wow. Das Lenkrad festhalten. Der ziemlich am Rudern ist jetzt gerade hier. Er möchte gern, aber er möchte gern auf die Überholspur, aber ich lasse ihn nicht. Mal gucken, vielleicht irgendwo eine Fahne sehen. Eine Rauchfahne. Wind geht keiner. Das ist, von dem Kraftwerk her sieht man nichts. Wo
Unterschied. Das ist alles so diesig hier. Ich sehe gar nichts. Ich sehe keinen Sonnenschein, ich sehe keinen Schnee. Mein Himmel nicht vom Ding unterscheiden. Ne, ist kein Ding. Oh oh. Mach dich ab. Ich habe jetzt nicht auf hinten geachtet und ich habe die Kollegen reingelassen und wenn ich nicht weiß, ob er jetzt Licht übergeben hat oder nicht, bedanke ich mich trotzdem. Wer weiß, vielleicht hat er sich ja bedankt. Ich habe es nicht gesehen. Und dann sagt sich der Kollege, oh, ich habe mich gerade bedankt mit Lichtuppe und er hat nicht geblinkt, dann mache ich es beim nächsten Mal.